Pazinien sind nicht nur im Garten, sondern auch im Topf ein wunderschöner Hingucker und je nach Blütenform auch eine tolle Nahrungsquelle für Schmetterlinge, Bienen, Hummeln und andere nützliche Insekten. Hier sind die wichtigsten Tipps, wie ihr Zinien im Topf aussäen, pflanzen und pflegen solltet. Zinien gibt es in vielen unterschiedlichen Sorten. Bei der Auswahl kommt es hauptsächlich darauf an, welches eure persönlichen Vorlieben sind und welchen Platz ihr zur Verfügung habt. Für Zinien im Topf oder Kübel bieten sich sehr gut kleinere, niedrigere Sorten, wie zum Beispiel die Profusion-Mischung, mit einer Wuchshöhe von ca. 30 cm an. Diese mag ich persönlich mittlerweile fast am liebsten und erfreue mich über Monate hinweg an dem wunderschönen Blütenmeer auf meinem Balkon. Langstielige Gartenzinien, Zinia elegans, kann man auch im Topf pflanzen. Sie erreichen allerdings oft eine Wuchshöhe von 70 bis 100 cm. Hier gefallen mir dahlienblütige Mischungen in einem schönen großen Topf immer sehr gut. Zinien sind einjährig und sehr wärmeliebend. Man kann sie entweder ab Mitte Mai direkt draußen aussäen oder ab März, April in kleinen Anzuchttöpfen oder in einer Anzuchtplatte im Haus vorziehen und dann ab Mitte Mai auspflanzen. Manchmal gibt es auch Jungpflanzen im Gartencenter zu kaufen, wenn man keine Lust oder keinen Platz für die eigene Anzucht hat. Ich ziehe Zinien gerne vor, weil man dadurch einen zeitlichen Vorsprung hat und früher Blüten bekommt. Für die Anzucht im Haus gibt es schon ein Video mit einer detaillierten Anleitung. Das verlinke ich euch in der Videobeschreibung. Bei einer Direktsaat einfach ein paar Samen in einen Topf aussäen und ungefähr 1 cm mit Erde bedecken. Zinien-Samen keimen recht zuverlässig. Also am besten nicht zu viele und zu eng aussäen, damit ihr später nur wenig vereinzeln müsst. Damit sich Zinien gut entwickeln und verzweigen können, sollte der Topf nicht zu klein sein. Also ich pflanze meine hohen Zinia elegans gerne in einen Topf mit 30 cm Durchmesser und die niedrigeren Profusion Zinien in die oberen zwei Etagen meiner stapelbaren Säulentöpfe. Also in meinem Fall in den Paul Potato Kartoffelturm. Die kleineren Sorten kann man natürlich aber auch wunderbar im Blumenkasten pflanzen. Achtet auf jeden Fall darauf, dass der Topf Löcher im Boden hat, damit überschüssiges Wasser abfließen kann. Staunässe vertragen Zinien nämlich gar nicht. Ja, und als Erde kann man eine nährstoffreiche, torffreie Blumenerde verwenden. Wie schon erwähnt, sind Zinien sehr wärmeliebend und können erst ab Mitte Mai ausgepflanzt werden, wenn keine Frostgefahr mehr droht. Als Richtwert für Zinien im Topf würde ich euch empfehlen, von den hohen Sorten nur 3 bis 4 Pflanzen in einen Topf mit 30 cm Durchmesser zu pflanzen. Bei den kleineren Sorten können es auch 4 bis 5 Pflanzen sein. Beim Einpflanzen die jungen Pflänzchen vorsichtig aus dem Anzuchttopf lösen und bis zu den ersten Blättern einpflanzen. Dann noch gut angießen und fertig. Die Pflege von Zinien ist nicht besonders schwierig. Hier sind die wichtigsten Tipps hinsichtlich Standort, Gießen und Düngen. Der Standort für Zinien sollte auf jeden Fall warm und sonnig sein. Auch pralle Sonne ist kein Problem, weshalb sie also bestens für heiße Südbalkone oder Terrassen geeignet sind. Zinien sind ziemlich durstig und brauchen relativ viel Wasser.
Gerade im Topf muss man aufpassen, dass die Erde nicht austrocknet, denn das passiert dort sehr viel schneller als im Garten. Ich gieße in der Regel einmal pro Tag und an heißen Sommertagen teilweise auch zweimal am Tag. Damit Zinien den ganzen Sommer über saftig grüne Blätter und viele Blüten bilden, ist eine gute Versorgung mit Nährstoffen wichtig. Man kann mit Flüssigdünger oder mit Langzeitdünger düngen. Ich arbeite gerne beim Auspflanzen Langzeitdünger in die Erde ein, damit die Pflanzen gleich für mehrere Wochen gut mit Nährstoffen versorgt sind. Trotzdem kann es nach einigen Wochen zu Nährstoffmangel kommen, denn im Topf werden Nährstoffe schneller ausgewaschen als im Garten. Man sieht relativ gut, wenn Nährstoffe fehlen, denn dann werden die Blätter hellgrün und gelb. Schnelle Abhilfe schafft man dann am besten mit einem Flüssigdünger für Blühpflanzen im Gießwasser. Ja, und zum Schluss würde ich euch noch empfehlen, regelmäßig die verblühten Blüten abzuschneiden. Und zwar nicht nur den Kopf der Blüte abschneiden, sondern den ganzen Stiel, so weit unten wie möglich über einem Blattpaar mit austrieben. Dadurch wird nämlich das Wachstum neuer Blüten angeregt und die Zinien wachsen buschiger.